So, ihr Lieben, ich teaser jetzt mal, da ich morgen Geburtstag habe und ich echt noch viel auf dem Schirm habe bis, ja, heute Abend, morgen früh, gibt es heute nur eine kleine, einfache Übersetzung, aber nichtsdestotrotz eine Übersetzung des Inside Star Citizen, wo es um das neue Graphlev-System geht, unter anderem, und Jumptown 2.0 und das Star Citizen Live, wo es um All About Ships geht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. David Coulson erzählt, es gibt einen Fahrzeugtyp in Star Citizen, der sehr einzigartig ist und das Potenzial hat, ein besonderes, schnelles und visuelles Erlebnis zu sein, das man mit vielen anderen Fahrzeugen nicht bekommen kann. Und so wird die Graphlev-Erfahrung damit wirklich einen Schritt nach vorne machen. Der aktuelle Stand von Graphlev ist ein wenig verbesserungswürdig. CRG hat eine so große Vielfalt an Planeten, dass das bestehende Graphlev-System einfach nicht besonders gut damit zurechtkommt. In vielen der üblichen Situationen, die man auf Planeten vorfindet, bleibt ein Graphlev-basiertes Fahrzeug an Geometrien hängen, wird ins All geschleudert, stößt gegen Objekte und hat alle möglichen lustigen Physik-Bugs. Das mag zwar witzig wirken, aber es macht nicht wirklich Spaß im laufenden Spiel. In diesem Quartal nahm sich CRG also endlich Zeit, sich mit Graphlev zu beschäftigen und herauszufinden, was nötig ist, um es zu dem zu machen, was sie wirklich beabsichtigen. Eines der ersten Dinge, auf die sich bei Graphlev konzentriert wird, ist dieses neue spezielle Suspension System, das Aufhängungssystem, das ein bisschen wie ein Auto ist, aber tatsächlich vom Bike abgekoppelt ist, damit es sich anfühlt, als würde es schweben. Der größte Vorteil, den CRG aus diesem neuen Aufhängungssystem gezogen hat, ist, dass sie das Bike unabhängig von der Aufhängung in einer Weise ausrichten und bewegen können, wie es mit dem alten Graphlev nie möglich war. Der nächste Schritt ist, dieses neue Suspension-System, Aufhängungssystem zu nutzen, um eine ganze Reihe von Verbesserungen an der Stabilität der Bikes vorzunehmen. Sie werden also nicht mehr durchdrehen, sie werden nicht auf dem Boden aufschlagen, sie werden nicht mehr von Felsen abprallen und wir dann somit die Kontrolle verlieren. Die Bikes werden nicht in den Weltraum hinaufschießen, was das ganze Erlebnis viel flüssiger, viel weniger störend und viel zuverlässiger macht. Sobald CRG dieses neue Suspension-System implementiert hat, können sie einige Verbesserungen an der eigentlichen Steuerung des Bikes vornehmen. So wird der Reibungswiderstand bei Kurvenmanövern verbessert und sie können auch Dinge wie eine bessere Höhenkontrolle implementieren, was sich auf das Handling des Bikes auswirken wird, das man viel stärker spüren kann als bisher. Außerdem wurde eine Funktion namens Anti-Fall, Anti-Sturz implementiert, die den Fall des Bikes bei Stürzen aus großer Höhe effektiv abfängt. Wenn man also auf Daymar große Sprünge von den Dünen macht, kracht das Bike nicht mehr auf den Boden. Wenn man dann wieder an dem Boden ankommt, stoppt es sich selbst viel aggressiver und verhindert so einen Crash. Zu guter Letzt hat CRG diese erstaunliche Funktion, bei der die Federung das Bike auf intelligente Weise absenkt, wenn man es ausschaltet oder vom Bike absteigt. Wenn wir auf das Bike aufsteigen, wird das Suspension-System aktiviert, sodass das Bike sich sanft anhebt und der Fahrer bereit ist, sein Abenteuer zu beginnen. CRG hofft, dass die Kombination all dieser neuen Funktionen und Verbesserungen das Spiel wirklich viel besser macht. Und es war schon seit einiger Zeit David Coulsons persönlicher Wunsch, die Möglichkeit zu bekommen, diese Überarbeitung vorzunehmen, weil Graphlev einfach ein solches Potenzial für erstaunliche Spielmomente hat und er weiß, dass es, wenn es zum Beispiel bei der Daymar Rally eingesetzt wird, einfach ein so cooles Sci-Fi-Fahrzeug ist und es war schon seit einiger Zeit sein Wunsch, dass er diese Spielerfahrung so gut wie möglich machen kann. Diese neuen Graphlev-Verbesserungen, die in Alpha 3.16 online gehen, zielen darauf ab, endlich das einzigartige Versprechen zu erfüllen, das Fahrzeugen wie der Dragonfly, der Nox, der X1 und dem kommenden innewohnt.
Als nächstes wollen wir uns die Rückkehr der Jumptown Wars, der Jumptown-Kriege ansehen, die ebenfalls in Alpha 3.16 ins Spiel kommen. There are now three drug labs where this event can happen. Wenn Jumptown 2 aktiviert wird, gibt es jetzt drei Drogenlabore, in denen dieses Ereignis stattfinden kann. Jumptown, Raven's Roost und Paradise Cove, um ein viel spannenderes Persistent Universe zu schaffen. Aber was ist Jumptown 2.0? Es handelt sich um das Event, das CRG herausbringt und das die offizielle Umsetzung eines Community-Events ist, das vor ein paar Jahren stattfand, als ein Ort aufgrund eines Fehlers immens profitabel wurde, der zu intensiven Kämpfen zwischen den Spielern führte. CRG nimmt sich nun dieses Konzept und verwandelt es in eine viel weiterentwickelte Mission, die sie offiziell unterstützen. Wird Jumptown 2 aktiviert, dann gibt es eine Mission, die an die Spieler verteilt wird. Diese Mission gibt es in zwei Varianten. Eine ist die kriminelle Seite und eine ist die Gesetzesseite. Wenn man gerade einen Kriminalitätsstatus hat, wird man eine Benachrichtigung erhalten, dass Ruto einen kontaktiert hat. Er möchte uns Informationen über ein wirklich lukratives Drogengeschäft verkaufen. Das Wichtigste dabei ist, dass man, wenn man diese Drogen für Ruto einsammelt, diese Waren nimmt und sie bei Grimhex verkauft. Wenn Spieler die Schmuggelware hingegen konfiszieren, also auf der Gesetzesseite arbeiten, werden sie sie für die Sicherheitsfirma zu einer Orbitalstation bringen und dort dann im Admin Office verkaufen. Das war's. CRG hat eine neue Technologie eingebaut, die dafür sorgt, dass die Sicherheitskräfte, wenn sie einen anhalten und kontrollieren, sieht, dass man die Schmuggelware bei sich hat, aber auch, dass man eine temporäre Lizenz dafür hat, weil man für diesen Job offiziell angeheuert wurde und sie einem sagen, dass man einfach weiterfliegen soll, während man für die Sicherheitsfirma arbeitet. Außerdem hat CRG die Möglichkeit eingebaut, dass Läden, in denen man diese Dinge verkaufen kann, während der Mission modifiziert werden können, sodass einem bei einem solchen Ausverkauf nicht so schnell die Vorräte ausgehen. Der allgemeine Ablauf der Mission ist wie folgt. Ihr werdet eine Benachrichtigung sehen, die euch darüber informiert, dass ihr eine Mission zur Verfügung habt. Wenn ihr diese Mission akzeptiert, erhaltet ihr zwei Marker. Ein Marker zeigt euch zu einem Ort, an dem ihr die Drogen verkaufen könnt. Der andere Marker zeigt zu dem Drogenlabor, in dem diese Drogen automatisch alle x Sekunden produziert werden. Es ist erwähnenswert, dass ihr keine Mission haben müsst, um an diesem Ereignis teilnehmen zu können. Es ist nur so, dass diese Markierungen der Vorteil sind, im Falle, dass man die Mission annimmt. Während dieser Zeit ist allen anderen Spielern auf dem Server dieser lukrative Ort ebenfalls bekannt und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie landen und euch dabei angreifen werden. Seit dem ursprünglichen Jumptown gab es natürlich eine Reihe von Veränderungen in der Sandbox des persistenten Universums. Wir haben Panzer, wir haben Ballista, wir haben Bodenfahrzeuge in Hülle und Fülle. Wir haben auch eine ganze Menge mehr Dropships und verschiedene Möglichkeiten, diese Drogenlabore anzugreifen. Und als Ergebnis dessen wollte CRG die Spielräume, die sie zur Verfügung stellten, ein wenig aktualisieren. Jumptown 2 wird mit Alpha 3.16.0 ins Spiel kommen. Und CRG wird es während der Winterpause laufen lassen. Sie freuen sich darauf, uns alle dabei zu sehen, wie wir uns gegenseitig umbringen und einen ganzen Haufen Drogen stehlen. Und sie hoffen, dass wir eine tolle Zeit mit diesem kleinen Rückblick auf einen großen Moment in der Geschichte von Star Citizen haben werden. Es steht uns eine Menge Piu-Piu bevor, zwischen den Feiertagen und all den friedliebenden Spielern. Ist es vielleicht besser angeraten, dem Verse in dieser Zeit fernzubleiben? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich allen PvPlern zwischen den Feiertagen viel Spaß an diesem Event. Gehen wir zum Star Citizen Live, wo es um Schiffe geht und Ben Curtis, Vehicle Art Director, zu Gast ist, ebenso wie Vehicle Systems Designer Mark Gibson und Chris McCoy. Das Vehicle Experience Teammitglied Yogi Klett und Vehicle Art Director John Crew. Wie plant CIG die Entwicklung von Raumschiffen und warum ändern sich die Zeitpläne so oft? Es ist überraschend kompliziert, einen Zeitplan aufzustellen und zu managen, vor allem wegen der Zeitfenster, die damit verbunden sind. Bei Vehicles, wenn wir ein sehr einfaches Bodenfahrzeug nehmen, beträgt die Entwicklungszeit wahrscheinlich immer noch 3 bis 4 Monate.
Und am anderen Ende der Skala, bei einem großen Raumschiff, kann die Entwicklungszeit 2 Jahre und mehr betragen. CRG muss also von einem bekannten Punkt aus arbeiten, was ein Gameplay-Team sein könnte, das Features plant, was zufällig ein Schlüsselfeature eines Schiffes ist oder ein Feature, das ein Schiff im Spiel weiterbringt. Und dann sagen sie, wir werden das im 2. Quartal des nächsten Jahres veröffentlichen. Könnt ihr uns dafür Schiff XY fertigstellen? Und die Antwort lautet, nein, ihr hättet uns letztes Jahr fragen sollen, jetzt dauert es zu lange, es zu entwickeln. Wenn CRG im Voraus weiß, wann diese Termine sein werden, dann können sie rückwärts arbeiten und sich ihren Zeitplan ansehen und abschätzen, ob und wie ein Schiff in diesen Zeitplan passt oder dass das betreffende Schiff einfach zu viel Personal zur Realisierung benötigt, was bedeuten würde, dass CRG in diesem Jahr nur ein einziges Schiff herausbrächte, was aber nicht das ist, was sie wollen. Es ist also ein ständiges Jonglieren zwischen dem Wunsch, ein Schiff mit einem bestimmten Feature zu bestimmten Terminen zu liefern, und der Personaldecke, die CRG zur Verfügung steht. John erklärt, sein Team würde am liebsten nur an den großen, riesigen Schiffen arbeiten, aber es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Fertigstellung einiger dieser größeren Schiffen und einem ziemlich regelmäßigen Veröffentlichungszyklus, in dem die Schiffe in jedem der 6 großen Patches, die CRG jedes Jahr hat, veröffentlicht werden. Also die 4 Quartalspatches und dann noch so Events wie IAE und Invictus. Ein oder vielleicht 2-mal im Jahr setzt sich John mit Chris, Aaron, Todd und Tony zusammen und sie schauen sich den Zeitplan für die nächsten 12 bis 24 Monate an und sagen, dieses Feature wird kommen. Versuchen wir also, das Schiff dorthin zu bringen. Oder wir können nicht garantieren, dass ein Schiff mit diesem Feature in diesem Zeitrahmen fertig wird. Also lasst uns ein paar Schiffe einbauen, die keine bestehenden Gameplay-Anforderungen haben. Oder sogar, macht neue, direkt zu veröffentlichende Schiffe, die helfen können, den regelmäßigen Veröffentlichungszyklus aufrechtzuerhalten, ohne andere Dinge zu gefährden. Und das ist auch der Grund, warum sich geplante Features verschieben, wie bereits zu Beginn erwähnt wurde. CRG macht nicht alles, was mit Schiffen zu tun hat. Wenn also ein anderes Team, aus welchen Gründen auch immer, ein Feature nicht rechtzeitig liefern kann, dann wird die Option gezogen, die Entwicklung des Schiffes zu pausieren und irgendwann darauf zurückzukommen. Beispiele dafür sind die Conitaurus oder auch die Vulture, weil entweder ein Feature nicht fertig war oder weil die Leute zu der Zeit für andere Dinge gebraucht wurden. Andere Male ist das Schiff fertig und sie warten nur noch auf das Gameplay und fragen, können wir es ohne dieses Gameplay veröffentlichen? Dafür ist die Raft ein gutes Beispiel. CRG wollte das Schiff mit dem überarbeiteten Frachtsystem veröffentlichen, sodass man die Container an- und entkoppeln kann. Leider korrespondieren die Planeten noch nicht mit dem System. Aber die Raft konnte noch immer als Frachtschiff verwendet werden. Also entschied sich CRG dafür, das Schiff zusammen mit dem bestehenden Frachtsystem zu veröffentlichen, anstatt es für das überarbeitete Frachtsystem zurückzuhalten. CRG hat 5 verschiedene Leute, die an 5 verschiedenen Dingen arbeiten. Sie haben immer noch die Konzeptteams, Grafik, Animation, Sound und Tech Art. Aber das ist nur die Hälfte des Bildes, wenn man all die anderen Abteilungen berücksichtigt, die daran arbeiten, ein Schiff zu entwickeln. Und es braucht nur 1 oder 2 Dinge, die die Prioritäten dort verändern, die sich dann auf alles auswirken können, was CRG umzusetzen versucht. Was könnt ihr uns über die Überarbeitung der 600i sagen? Mit welchem Arbeitsumfang sollten wir rechnen? Als John Mark Gibson bat, das Projekt 600i durchzugehen, war CRG mit dem Außendesign zufrieden, aber das Innere passte einfach nicht zu dem, was CRG vom Gameplay her liefern wollte. Also wurde das Innere des Schiffes komplett überarbeitet und es wurden Unmengen an Features hinzugefügt. Die Überarbeitung der Innenausstattung ist aber noch nicht abgeschlossen. Um ein Beispiel zu nennen, weil es offensichtlich nicht viele Informationen darüber gibt, was hinzugefügt oder entfernt wurde, die 600i hat jetzt ein Medical Bed, ähnlich der Carrack. Auch hat das Schiff individuelle Crew-Quartiere. Zuvor hatte es diesen riesigen offenen Bereich, in dem es nur 4 kleine Betten gab. Jetzt hat es private Crew-Quartiere für jede Person. Und die 600i Touring und die Exploration-Version haben beide sehr unterschiedliche Funktionen. In der 600i Exploration gibt es ein Medical Bed, eine komplette Waffenkammer mit Platz für Anzüge, Waffen und alles andere. Und ein bisschen mehr Gameplay für die Erkundung und einen richtigen Fahrzeugladeraum, in dem man viel mehr Fahrzeuge, viel größere Fahrzeuge und viel mehr Fracht unterbringen kann. Sowie einen viel besseren Boden im Schiff.
Und auch die 600 E-Touring wurde komplett auf den Kopf gestellt, um sich ganz dem luxuriösen Gästetransport zu verschreiben. Eine große Änderung war auch die Modularität, die CRG vorgenommen hat. Bisher befand sich die modulare Sektion im mittleren Teil des Schiffes. Der wurde nun in den hinteren Bereich verlegt, um mehr Änderungen zwischen den verschiedenen Versionen zu ermöglichen. CRG weiß, dass die Backer wirklich mehr darüber wissen wollen, aber CRG ist noch nicht ganz so weit, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Aber es hat Andockkragen, es hat Außenlifte, es hat Rettungskapseln, es hat eine Menge neuer Zusätze. Ausnahme ist das Kapitänsquartier, das sich lediglich von einer Seite zur anderen verschoben hat, aber ansonsten nicht weiter verändert, denn das war grundsätzlich in Ordnung. Ben fügt hinzu, dass all diese zuvor genannten Features nicht auf der Roadmap zu finden sein werden, da es sich bei all diesen Punkten um Untersuchungen handelt, um einen Plan zusammenzustellen. Es ist nicht so, dass das Schiff jetzt gerade in Produktion ist und CRG es releasen will. CRG macht den ersten Teil der Untersuchungen dessen, was sie tun wollen, was bedeutet, sie haben keine Artists, die aktiv an der 600i arbeiten. Nehmen wir zum Beispiel die Banyu Merchantman. Mark als Designer arbeitet am Layout, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Visuell ist es so, wenn es in die visuelle Produktion geht, dann geht es von Mark zu Bens Team über und dann sieht man die Früchte all dieser zuvor genannten Bemühungen. Was könnt ihr uns über die Saddlebags, die Satteltaschen der Mole und Prospector sagen? Die sind immer noch so geplant, wie sie vorgestellt wurden, also abnehmbare Taschen. Das ist eigentlich ein weiteres gutes Beispiel für etwas, an dem das Fahrzeugteam nicht arbeitet, das aber in der Praxis zum Einsatz kommen wird. Es liegt also an ihnen, sich darum zu kümmern. Es handelt sich im Wesentlichen um Gegenstände, die vom Schiff abgetrennt und auf ein anderes Schiff oder eine Station oder eine Fracht oder was auch immer gebracht werden, um die Veredelung vorzunehmen und dann zurückgegeben zu werden. Das Vehicle Content Team ist dafür zuständig, die Gegenstände so zu entwickeln, dass sie modulare Bestandteile der Raumschiffe werden. Was passiert mit der Starfarer und was können wir in Zukunft mit der Starfarer machen? John ist der Meinung, dass es zwei Dinge gibt, über die man reden sollte. Zum einen die Arbeit zur Unterstützung des Raffinerie- und des Betankungs-Gameplays, an dem sein Team im Moment arbeitet, und was keine wirkliche Auswirkung auf den Innenraum und das Layout hat. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf die Brückenkonsolen im hinteren Teil der Brücke, die Aufbauten im hinteren Teil und die Treibstofftanks. Und dann ist da noch das, was sie tun wollen, um all die Probleme zu beheben, die die Starfarer im Innenraum hat, insbesondere hier das Layout, damit auch die KIs sich später hier zurechtfinden. Die neue Starfarer wird nicht mit Alpha 3.16 fertig sein. Ziel ist, sie mit dem Betankungs-Gameplay zu re-releasen. Es gibt dort eine Menge Änderungen und dann wird CRG den Prozess beginnen, ähnlich wie bei der 600i, zu schauen, was sie mit den Innenbereichen machen können. Die Starfarer wurde, für diejenigen, die das Projekt schon eine Weile verfolgen, bekanntlich so früh entwickelt und vorangetrieben, weil das Schiff in Squadron 42 eingesetzt wird. Aber beim Bau dieser Schiffe lernen die Schiffsteams jedes Jahr mehr und mehr darüber, was nötig ist, um ein komplettes Schiff innen wie außen zu entwickeln. Die Lektionen, die Johns Team über den Spielfluss und alles andere gelernt hat, können gar nicht genug betont werden. Die Schiffe, die heute ins Spiel kommen, haben einen viel besseren Spielfluss und ein viel besseres Spielerlebnis im Inneren als die früheren Schiffe. Wie bereits gesagt, muss man abwägen, dass man jedes Quartal und jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Schiffen herausbringen will. Und wenn man an einer bestimmten Anzahl von Schiffen arbeitet, ist das für eine gewisse Zeit das Einzige, woran man arbeitet. Dann muss man das mit den Überarbeitungen und so weiter ausgleichen. Es ist also keine beneidenswerte Aufgabe, diese Planung. Für welche Schiffe sind Goldstandard-Durchläufe in Arbeit und was können wir von ihnen erwarten? Die Goldstandard-Arbeit ist: Jedes Release-Schiff, an dem CRG arbeitet, wird in gewisser Weise in diese Arbeit einbezogen und ein Großteil davon hängt mit der Unterstützung von Features zusammen, die seit der Veröffentlichung des Schiffes online gegangen sind. Und das ist wahrscheinlich der beste Weg, um es zu beschreiben, was der Goldstandard wirklich ist. Man nimmt sich ein Schiff und stellt sicher, dass die Objekte im und am Schiff interaktiv sind, die interaktiv sein sollten. Und man stellt sicher, dass die Dinge den Metriken korrekt entsprechen.
Nehmen wir die Retaliator als Beispiel. Hier waren die Korridore leider etwas zu klein, sodass die KI-NPCs nicht hindurch navigieren konnten. Daher musste CIG den Innenraum ein wenig umgestalten. Sie versuchen, die Schiffe möglichst nicht zu sehr zu verändern, was bedeutet, dass sie zum Beispiel die Korridore etwas breiter machen oder Gegenstände verschieben, um sie für Spieler und KI-NPCs besser zugänglich zu machen. Das ist relativ simpel. Etwas intensiver, invasiver sind die Dinge wie das Hinzufügen großer Luftschleusen an der Seite von Schiffen, die dort vorher nicht waren und oder nicht vorgesehen waren. Und das ist etwas, was CIG bei der Retaliator auch schon gemacht hat. Sie haben es so weit gebracht, dass die gesamte Innenausstattung verändert wurde, was auch Veränderungen an der Außenhülle zur Folge hatte. Aber der Hauptteil besteht darin, sicherzustellen, dass die interaktiven Elemente funktionieren und alles auf das von CIG gewünschte Erlebnisniveau gebracht wird, also dass Dashboards und Komponenten und solche Dinge funktionieren. Es ist auch eine Gelegenheit für die Fahrzeugteams, Anpassungen vorzunehmen und alles zu ändern, was sie im Laufe der Entwicklung und des Fortschritts des Spiels und der Einführung neuer Features und Dinge für notwendig erachtet haben. Der Goldstandard ist die perfekte Gelegenheit für sie, Dinge zu korrigieren oder zu verbessern oder einfach Dinge auf den gewünschten Stand zu bringen. Bei etwas wie der Saber zum Beispiel musste nicht viel an der Innenausstattung geändert werden, aber die 600i am anderen Ende des Spektrums bietet die Gelegenheit, das, was CIG aus dieser Erfahrung gelernt hat, komplett zu ändern. Und die Starfarer wird eine ähnliche Situation sein, in der sie alles, was sie gelernt haben, nehmen und das Schiff insgesamt weiterentwickeln können. Auch Features entwickeln sich ständig weiter. Ein Goldstandard, der vor 2 Jahren festgelegt wurde, beinhaltete vielleicht noch keine Betankungsanschlüsse. Aber je mehr Features online gehen, desto mehr wird CIG die Liste der zu erledigenden Aufgaben erweitern, wie zum Beispiel die Türbedienelemente, die heute alle Beleuchtungssteuerungen enthalten. Es lohnt sich wahrscheinlich auch, kurz darauf hinzuweisen, dass Goldstandard nicht unbedingt eine vollständige Überarbeitung bedeutet. Bei einigen Schiffen wird das nötig sein, wie bei der 600i. Ihr Goldstandard wird ziemlich nahe an einer vollständigen Überarbeitung liegen. Die äußere Form wird sich nicht wirklich ändern und die äußere Optik, über die Unterstützung von Andockkragen und vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen von Änderungen im Inneren hinausgehen. Aber es ist nicht so, dass man alles in eine Tonne kloppt und alles neu beginnen muss. Und dann gibt es noch das andere Ende der Skala wie bei der Saber von Mark, bei der die Arbeiten am Äußeren im Wesentlichen nur darin bestanden, die Komponentenluken einzubauen und das Material ein wenig zu optimieren. Alles in allem ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass ein Goldstandard keine garantierte Überarbeitung ist. Es ist im Wesentlichen ein Überprüfungsprozess des Schiffes, um es auf den aktuellen Star Citizen Standard zu bringen, nachdem im Laufe der Zeit mehr und mehr Features online gehen. Das Hinzufügen von Treibstoffanschlüssen ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man zu den Schiffen zurückgeht und sagt, oh, die brauchen noch alle Treibstoffteile. Die Teams von CIG wussten nicht, wo und wie sie diese Anschlüsse einbauen sollten, weil sie nicht wussten, wie sie sich das vorstellten, als sie früher diese Schiffe bauten. Aber jetzt nehmen sie sich diese Schiffe und fügen Tankstutzen hinzu und so weiter. Wenn die Leute also etwas wie den Cutlass Black Gold Standard sehen, dann ist das keine weitere vollständige Überarbeitung der Dockingkragen etc. Sie sollten keine massiven Änderungen am Rumpf des Schiffes oder ähnliches erwarten. Bei der Cutty geht es darum, dass die Komponenten wieder Platz haben und das Cockpit so angepasst wird, dass es weniger eine Wand aus Bildschirmen ist und man tatsächlich richtig darin sitzt. Warum haben wir die aktualisierten Vanduul-Schiffe nicht im Persistent Universe? Weil CIG auf Squadron 42 wartet. Wenn Squadron 42 online geht, dann werden diese Schiffe ihr Weg in das PU finden. Wird die Waffenreichweite wieder auf Grundlage der Waffengröße erhöht? Alles, was wir im Moment in den Waffenstatistiken haben, ist nur vorübergehend und insbesondere vereinheitlicht, um das Balancing von Grund auf neu aufzubauen. Aber CIG wird eine Menge Unterschiede hinzufügen. Konkretisiert gesagt, Waffen der Größe 5 plus haben durchaus eine größere Reichweite, aber es wird mehr Unterschiede der Waffen untereinander geben, auch zwischen Energiewaffen und ballistischen Waffen. Also ja, das ist alles in Arbeit, aber noch nicht bereit, veröffentlicht zu werden. Wird sich die bestehende Überarbeitung für die Fracht auf die Masse eines Schiffes und das Schiffshandling auswirken? Langfristig soll es das tun. Wenn man also zum Beispiel einen, sagen wir mal, Frachtraum voller schwerer Ausrüstung oder ähnliches transportiert, dann soll das Schiff weniger wendig sein. Es ist noch nicht klar, ob die Masse der Ladung einen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften des transportierenden Schiffes hat.
Von Seiten des IFCS ist es offensichtlich, dass, wenn man mehr Masse auf das Schiff packt, es mit dem zusätzlichen Gewicht sich korrekt verhält. Es ist nur so, dass das derzeitige Frachtsystem das überhaupt nicht tut, also die Masse dem IFCS kommuniziert. Wenn es das täte, dann hätte man dieses Verhalten bereits. Momentan wird die Masse einfach nicht an die Außenseite des Schiffes weitergegeben, weil der betreffende Layer die Daten nicht weitergibt. Plant ihr, die Munition zu erhöhen oder zusätzliche Magazine für die ballistischen Waffen hinzuzufügen? Hier gibt es zwei Dinge. CIG möchte ein Munitionsmanagement für die ballistischen Waffen haben, sodass größere Schiffe einfach größere Munitionskisten benutzen können. Im Moment kann CIG das nicht tun und deshalb mussten sie die Waffenausstattungen oder die Munitionskapazitäten und viele der Gatling-Guns und Kanonen einschränken. Dies geschah eher aus Gründen des Balancing. Derzeit ist das nicht die Art und Weise, wie es sein sollte. CIG möchte das Ballistik-Gameplay näher an das physische Rüstungs-Gameplay heranführen. Und sobald das physische Rüstungsgameplay fertig ist, können sie die ballistischen Werte wieder neu gewichten. Das heißt, im Moment hängt die Anzahl der Kugeln davon ab, welchen Zweck die Waffe hat. Und wenn der Zweck der Waffe darin besteht, größere Schiffe anzugreifen, dann hat sie mehr Munition. Zum Beispiel hat die Bering-Gatling-Serie viel mehr Munition als die anderen Gatlings. Aber auch das ist alles noch in Arbeit und wird sich mit der Zeit ändern. Habt ihr schon eine andere Rolle für die automatische Gatling gefunden? Sie haben es noch nicht ausprobiert. Sie haben also skizziert, was sie so machen wollen, aber sie hatten keine Zeit für die Prototypenerstellung und das interne Testen, hoffen aber, dass sie das Anfang des nächsten Jahres in Angriff nehmen können. Warum hat die Raft 3 Container und nicht 4? Als sich die Raft in der frühen Konzept- und Designphase befand, hat CIG eine Menge verschiedener Iterationen durchlaufen, was sie mit der Ladung machen wollen. Von einer riesigen Gondel, in die man die Ladung reinsteckt, bis hin zu einer Menge verschiedener Container. Aber am Ende haben sie sich für 3 gleiche Frachtcontainer entschieden. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste ist, dass es schön, schnell und einfach ist, einen Container aufzunehmen und sich fortzubewegen, ohne dass man Gefahr läuft, versehentlich gegen einen anderen Frachtcontainer zu stoßen. Ein weiterer Grund ist, dass es sich um ein Langstreckenschiff für Einsteiger handelt. Und als CIG versucht hat, noch mehr hineinzupacken, dann sah es immer enger und gestauchter aus und der Mechanismus wurde immer schwächer und schwächer. Und wenn man tatsächlich irgendwann vor Piraten fliehen muss, will man seine Container womöglich schnell abwerfen und fliehen können, denn die Piraten wollen deine Waren, nicht dich. Wenn du also deine Container zurücklässt und dann wegfliegst, lässt dich der Pirat wahrscheinlich einfach entkommen, was, wenn man bedenkt, dass die Raft nicht viele Waffen hat, nach einem guten Deal klingt. Wo bleibt die spielerseitige Modularität und was könnt ihr uns über dieses System sagen? Es ist noch in Planung. Es ist nicht etwas, das CIG loswerden will oder einfach nicht macht und hofft, dass die Leute es vergessen, was John auf Spektrum oft liest. Die große Sache ist, es gibt einen zentralen Tech-Blocker, nämlich das Item-Port-System. Es muss innerhalb von Object-Containern funktionieren, was es im Moment auch tut, so wie Schiffe oder Stationen Item-Ports in sich haben. Das Problem, das es im Moment hat, ist, Object-Container setzen eine Art von Level voraus. Sie sind statisch, sie sind nicht dynamisch. Object-Container selbst können sich nicht bewegen. Und sie mögen es nicht, wenn man sie während der laufenden Verarbeitung löscht. Und das Item-Port-System innerhalb dieser Container müsste dynamisch an- und abkoppeln. CIG benutzt also die Retaliator als gutes Beispiel für dieses Problem. Die Retaliator-Bomber-Module benötigen die Object-Ports für die Torpedos, die in den Object-Containern platziert werden müssen, wobei der Object-Container selbst in einem am Schiff angebrachten Object sein wird. Und CIG bzw. das Spiel muss in der Lage sein, diese Detachable- und Detach-Ereignisse zu lesen und alle Energie- und Raketensteuerungen mit den Gegenständen in diesen Object-Containern zu verknüpfen. Denn aktuell sind diese Torpedo-Entitäten tatsächlich Teil der Schiffshülle, damit sie funktionieren. Auch wenn CIG die Modularität jetzt umsetzen könnte, würde man die Torpedos im Schiff niemals loswerden können. Man könnte also die Mittelsektion austauschen und den Raum mit den Abwurfsitzen einbauen, aber im Moment hat man nur diese 4 Torpedos der Größe 9, die nur alle gleichzeitig in diesen Raum gesetzt werden können. Sie warten also darauf, dass das Fahrzeug-Tech-Team an der dynamischen Erkennung von Item-Ports in Object-Containern, in Gegenständen, die an Schiffen angebracht sind, arbeitet. Das ist einfach ein furchtbares Verschachtelungsproblem, erklärt John. Und wenn sie das in den Griff bekommen,
dann können sie die Welt zu ihrer Auster machen. Das ist das Einzige, was CIG davon abhält, Module ins Spiel zu bringen. Das würde CIG eine Menge Optionen bringen, anstatt dass jedes neue Feature ein komplett neues Schiff erfordert. Und es würde jede Menge Zeit sparen. Nehmen wir die Avenger zum Beispiel. Funktionierende Module würden es CIG ermöglichen, die Avenger als echte modulare Varianten zu gestalten, anstatt sie als unveränderbar festgebackene Varianten zeitintensiv erstellen zu müssen. Und im Grunde genommen weiß CIG also, was notwendig ist. Sie wissen, was nötig ist, um es zu realisieren. Es ist nur so, es erfordert einen ziemlich großen Aufwand an Zeit und Ressourcen. Es ist eine Menge Low-Level-Engineering, viel Manpower und insbesondere technische Experten. Und unglücklicherweise handelt es sich genau um die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Server-Mashing beschäftigen, was ergo ironischerweise genau die Leute sind, die die Object-Container und einen Großteil des ursprünglichen Systemcodes entwickelt haben. Was ist mit physischem Schaden? Daran arbeitet das Physikteam im Moment. John hat in den letzten paar Wochen ein cooles kleines Video gesehen. Sie sind dabei, all die verschiedenen Aspekte des Prototyps zu testen. Sie haben einen kleinen Test zur Verformung von Fahrzeugen, der zu gleichen Teilen wirklich cool aussieht und John vom Inhalt her erschreckt. Und in dieser Woche hat Johns Team untersucht, wie man die auf Trefferpunkten basierende Ablösung von Teilen durch materialbasierte Ablösung ersetzen kann. Anstatt also die Teile des Flügels auf 0 Lebenspunkte zu reduzieren und sie dann abfallen zu lassen, ist es so, dass man sie trifft und die Festigkeit der Verbindung so weit reduziert wird, dass sie von selbst abbricht. Das bedeutet wiederum eine große Veränderung und damit viel Arbeit, aber es ist absolut zentral für so viel von dem, was Star Citizen möchte und was es sein will. Einiges davon ist bereits in der Engine implementiert, allerdings zurzeit noch deaktiviert. Es gibt eine Variable, die man umdrehen kann, die die Masse basierend auf dem Material, das auf das Schiff angewendet wird, korrekt generiert. Ein Großteil des physischen Basisschadens wird auf den Materialtypen und Oberflächentypen der Schiffe basieren. Aktuell hingegen definiert das Designteam einfach, dieses Schiff wiegt 87 Tonnen. Und die Physik-Engine sagt, okay, ich werde das Volumen der einzelnen Teile berechnen. Hier ist das Gesamtvolumen. Das Gesamtvolumen beträgt 87 Tonnen. Ich werde es gleichmäßig auf die Teile aufteilen. Aber die Engine weiß nicht, um welches Teil es sich handelt. Wenn man ein Schiff mit einem Flügel aus Kohlefaser und einem Flügel aus massivem Eisen hat, sagt die Engine aktuell, die wiegen beide gleich viel. Es sei denn, ein Designer geht hin und definiert ausdrücklich, dieser eine Flügel wiegt 100 Kilogramm, dieser andere wiegt eine Tonne. Das möchte CIG natürlich nicht für jedes einzelne Schiff im Spiel machen. Denn so eine Arbeit ist für Designer nicht wirklich lustig. Das neue System berücksichtigt daher den Materialtyp, sodass die Artists bei der Erstellung des Schiffes durch die Festlegung des Materials bereits das Gewicht bestimmen, aus der sich die Masse des Schiffes ergibt. KI-Blades. Die KI-Blades sind mit den Schiffscomputern oder Avionik, wie sie früher genannt wurden, verbunden. Und an dieser Kette und an dieser Systematik arbeitet man, aber es gibt in diesem Video keine weiteren Informationen zu diesem Thema. Viel mehr Informationen gibt es zum Hexcode Schiffs-System, verbunden mit der Frage, was CIGs Ziele für Schiffsbemalung zum jetzigen Zeitpunkt sind. Es ist immer noch in Planung. CIG will es den Spielern immer noch ermöglichen, ihre Schiffe im Spiel zu bemalen. Es wird physische Orte im Universum geben, zu denen man fliegen muss, um seine Schiffe oder Fahrzeuge lackieren zu lassen. CIG möchte den Spielern die Möglichkeit geben, ihre Farben auszuwählen. Aber CIG ist noch dabei herauszufinden, wie weit sie das ermöglichen wollen. Das Ziel ist es nach wie vor, dass es eine gewisse Exklusivität und Vorteile gibt, wenn man vorgefertigte Skins hat. Sie wollen aber wiederum nicht wirklich bestimmte Farben vorenthalten. Das würde sehr schnell unübersichtlich. Aber vielleicht bestimmte Oberflächen oder Schablonenmuster. Die Idee an sich ist also nicht tot. CIG möchte den Spielern die Freiheiten geben, ihre Schiffe mehr zu ihren Schiffen zu machen. CIG produziert jedes Jahr und jedes Quartal eine ganze Reihe von Farben. Das System steckt noch sehr in den Kinderschuhen hinsichtlich der Entwicklung. Es gibt nach wie vor viel zu tun, um einfach mehr Variation hinzuzufügen. Aber
Sie entwickeln ein ganzes Universum, also sollten nicht alle Schiffe grau und schwarz sein. Es sollte aber auch nicht damit enden, Farben zu reservieren, sodass nur Leute, die einen blau-goldenen Skin gekauft haben, ihr Schiff blau und gold färben können. Da muss mehr dahinter stecken. CRG hat einfach nicht die Zeit investiert, um ein System zu entwickeln, das für die Spieler wirklich zugänglich ist. Chris Roberts aber beharrt darauf, dass sie ein Tool haben möchten, was das individuelle Gestalten von Raumschiffen ermöglicht. Diese Tools gibt es ja auch schon für interne Zwecke. Und deshalb sind sie nicht wirklich endanwenderfreundlich, also nicht das, was CRG haben möchte. Das Letzte, was sie tun wollen, ist, an einer spielorientierten Version eines Tools zu arbeiten, mit dem sie nicht zufrieden sind und die Spieler darunter leiden zu lassen, nur um das Tool dann im Nachhinein wieder zu ändern. CRG möchte also erst einmal mit dem zufrieden sein, was sie haben. Und dann werden sie darauf aufsetzend an der Version für die Spieler arbeiten. Der Ablauf wird dann so sein, dass man zu einem Ort wie Cousin Crows geht oder fliegt, wie auch immer, dort an einem Terminal für so und so viele UEC einen Lackierauftrag bestellt. Und ob die Wahl dann über Hexcodes oder RGB-Werte oder Schieberegler oder Farbfelder geht, das wissen sie noch nicht. Ja, man kann sich viele andere Spiele anschauen, die diese kleinen Anpassungen an Fahrzeugen und Spielobjekten erlauben. Die Sache, mit der Ben zu kämpfen hat, ist manchmal einfach die schiere Größe dessen, was CRG macht. Und damit meint er, es ist sehr einfach, ein System zu entwickeln, das bei viel kleineren Schiffen funktioniert. Aber wenn man dann Schiffe hat, die von einigen 10 Metern bis zu mehreren Kilometern reichen, dann braucht man ein System, das flexibel genug ist. Oder CRG muss Regeln aufstellen, die kleineren Schiffen ein gewisses Maß an Anpassung erlauben, im Gegensatz zu diesen riesigen großen Schiffen, die das nicht können. Ein weiterer wichtiger Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass nicht alle Schiffe im Moment so eingerichtet sind, dass sie bemalt werden können. CRG will also sicherstellen, dass alle Schiffe in Bezug auf die Bemalung gleich sind. Denn das Letzte, was man will, ist, dass ein Spieler mit seinem MPUV den ganzen Weg zu einer Lackiererei geflogen ist, um dann herauszufinden, dass er sein Schiff gar nicht lackieren kann. Oder dass das gewählte Rot in einer seltsamen, rosanen Farbe endet, weil etwas mit dem Basismaterial nicht stimmt. CRG muss dafür sorgen, dass alle Schiffe gleichzeitig gleichwertig bemalt werden können und dass alles gleichermaßen gilt. Denn als sie diese Farben und Tönungen für verschiedene Events entwickelt haben, da stellten sie fest, dass eine Farbe auf 3 Schiffen cool aussieht, aber auf dem 4. plötzlich schrecklich. Und dann mussten sie die Materialien neu zuordnen und eine Menge lustiger Dinge tun, nur damit es sich so verhielt, wie sie wollten. Das muss also erst einmal für alle funktionieren, bevor man sich mit einem Editor für die Spieler beschäftigen kann. Und dann gibt es natürlich noch die Innenraumgestaltung. Ben würde es lieben, die Kontrolle über das Interieur seines Schiffes zu haben und es in dunklen Grautönen stimmungsvoll zu gestalten. Aber das ist etwas, was sie im Moment nicht tun können. CRG hat es schon einmal mit dem Customizer für die 300i versucht, in der die Spieler die Innenausstattung anpassen konnten, obwohl man eigentlich nur das Dashboard anpasste und die Zierleisten auf der Rückseite verändern konnte, weil sie Teil des Dashboards sind. CRG kann Innenräume ergo individualisieren, aber es gibt keine großartige Methode und es skaliert absolut nicht auf größeren Schiffen. Sie haben es intern mit ihrem System in ihrem Editor versucht, aber das System skaliert nicht, wie gesagt, mit größeren Schiffen. Also ja, CRG kann diese Dinge prototypisch entwickeln, aber sie haben nicht die Möglichkeit, sie tatsächlich in das Live-Produkt einzubauen, was sehr schade ist. Zum Beispiel die Starlifter. Ben hat damit gespielt und angefangen, die verschiedenen Varianten zu bauen und es sah innen wirklich cool aus in dunkelgrau, seinem stimmungsvollen Lieblingsdesign. Aber diese Arbeit bedeutet einfach, dass sich alles verdoppelt, die gesamten Aufwände. Alles, was sie für das Schiff an Ressourcen für jede Version brauchen, verdoppelt den Aufwand. Und das sprengt jede Kalkulation, wenn sie versuchen, Hunderte oder Tausende von Schiffen zu bauen, wie hier in dem Video gesagt wird. Also wird das nicht passieren, leider. Ist das Renn-Gameplay, das Racing, tot? Nein, so ziemlich alles, was CRG für das Flugmodell getan hat und auch die bevorstehenden Änderungen an dem Hochgeschwindigkeits-Gameplay und so weiter, das wird sich alles auf das Rennen auswirken. Also nein, das ist nicht tot. Außerdem,
Rich Tyrer liebt den Rennsport und es ist wirklich sehr wichtig für ihn. Also wird er schon dafür sorgen, dass es die entsprechend notwendige Zuwendung erhält, dieses Gameplay. Könnt ihr uns eine Liste der verschiedenen Operator-Modi geben, die ihr hinzufügen wollt? Operator-Modi sind insgesamt sehr nützlich für CRG, weil sie es ihnen ermöglichen, sich auf ein neues oder ein bestimmtes Feature zu konzentrieren. Und auch für die Steuerung oder für Eingabezwecke reduzieren diese Modi die Anzahl der benötigten Tasten. Daher wird CRG die Listen erweitern, wenn sie den Bedarf dafür sehen. Deshalb gibt es getrennt den Geschütz-Operator und den Raketen, den Missile-Operator. Die Dinge, die sie für die Zukunft geplant haben, sind zumindest EMP und QED, also Quantum Enforcement Device. Und mit neuen Features kommen dann weitere Modi, wie zum Beispiel Salvage. Es ist wirklich nützlich, Operator-Modi zu verwenden, weil es viele Dinge für CRG einfacher macht. Und jetzt gibt es noch eine Speedround, eine Geschwindigkeitsrunde mit kurzen Fragen, kurzen Antworten. Irgendein Update zum gepanzerten Cockpit für die Carrick? Darüber wird diese Woche gesprochen, ironischerweise. Johns Team ist ziemlich zuversichtlich, dass sie das jetzt machen können. Sie haben es nicht veröffentlicht. Nicht, weil sie einfach nicht die Technik dafür hatten, sondern wegen der Arbeit, die für die Hull-C und ihre animierten Zustände, die vom Schiff aus gesteuert werden und die Steuerung animierter Gegenstände auf diesem Schiff erforderlich ist. Theoretisch aber ist es machbar. Sie müssen sich nur das Material schnappen und es tatsächlich ausprobieren. Aber wie bei allem anderen ist es eine Frage der Zeit. Denn wenn man das macht, ist es ein Designer, der woanders arbeiten liegen lassen muss. Aber dies sei gesagt, das sieht wirklich cool aus. Scheibenwischer? John meint, 900 Jahre in der Zukunft hätten wir uns vielleicht darüber hinaus entwickelt und hätten Space Rain X oder ähnliches. Aber Spaß beiseite, es gibt definitiv Fehler bei den aktuellen Wettereffekten auf den Windschutzscheiben, die CRG gerade untersucht. Irgendetwas hat sich geändert und die Ergebnisse sind bei allen Schiffen, die früher funktionierten, jetzt völlig uneinheitlich. So haben einige von ihnen Wasser- und Schneematscheffekte, die falsche Größe haben oder die in eine falsche Richtung laufen oder erst gar nicht erscheinen. Wenn ihr euch also im Moment über die Menge an Wasser oder Schneematsch ärgert, die über eure Kabinenhaube laufen oder vielleicht weil es auch gar nicht da ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so beabsichtigt. Und ausnahmsweise sind es nicht nur die Artists, die den Verschleiß erhöhen, damit es sich realer anfühlt. Erhält die Saber Raven noch etwas Liebe? Mark erklärt, die Saber Raven aufgrund ihres Aussehens ist eigentlich sein Lieblingstrip im Spiel. Er liebt dieses Ding. Immer wenn sie Spieltests machen, ist es das, was er macht, wenn er solo unterwegs ist, sich in die Saber Raven setzen. Er weiß, dass es nicht die gleiche Liebe bekommen hat wie die Saber mit ihrer Goldstandard-Überarbeitung. Und viele Leute haben nicht verstanden, warum die Saber diese Überarbeitung und all die tollen neuen Sachen bekommen hat, die Raven aber nicht. Das liegt einfach daran, dass es sich um ein separates Modell handelt, wie ja zuvor auch schon an der Avenger erklärt, an dem man sich als eigenständiges Modell ransetzen und es erarbeiten muss. Es wäre nicht lediglich eine weitere Variante. Es handelt sich um ein völlig eigenes Modell, sodass es doppelt so viel Zeit gekostet hätte, den Goldstandard auch hierfür zu entwickeln. Daher wurde es nicht gemacht, aber es ist nicht vergessen, das sei gesagt. Können wir die Flügelanimation vom Landemodus trennen? Dieselbe Antwort wie bei der Carrick, das ist theoretisch möglich, es muss nur gemacht werden. Es gibt ein Schiff in der Produktion, an dem das ausprobiert wird. Ship-in-Ship-Spawning ist definitiv eine Sache, aber kein Thema für Johns Team. Mercury Starrunner, gibt es weitere Ein- und Ausstiege? Keine Aussage dazu. Irgendwelche Neuigkeiten zu Rettungskapseln oder Schleudersitzen mit Fallschirmen? Um Gottes Willen. John erklärt, dass es wirklich ärgerlich ist, nachdem er aufgestöhnt hat, dass man, wenn man aussteigen muss, genauso gut einfach im Schiff bleiben und sterben könnte, weil man wahrscheinlich beim Eject, beim Aufprall auf dem Boden sowieso stirbt. Und gut, sie könnten sich mit dem Schleudersitz begnügen und ein kleines Triebwerk einbauen. Oh, sorry, nee, das reicht fürs Erste, also hier drückt er sich um die Antwort herum und ich interpretiere es mal, dass es dazu aktuell keine wirklichen Lösungsansätze oder auch Arbeiten gibt an dem Thema. Polaris. Für die Polaris wurde ein komplettes Innenraumkonzept erstellt. CRG hat das komplette Layout entworfen, sie haben die Metriken für alles, was rein muss, erarbeitet und es gab ein paar Änderungen an der eigentlichen Ausrüstung der Polaris. Aber all das ist noch nicht so weit, als dass CRG etwas zeigen könnte oder wollte. Aber man kann sagen, dass es Überarbeitungen gab, die mit der Merchantman vergleichbar sind hinsichtlich der Signifikanz der Arbeitsergebnisse.
Ein großer Brocken dabei ist das ursprüngliche Konzept des Hangars. Der Hangar entsprach nicht den heutigen Hangarmetriken. Jetzt, nach der Änderung, ist er so ähnlich wie der Hangar der Misk Odyssey. Die Polaris verfügt also über einen richtigen Hangar mit Metriken, die eine viel größere Auswahl an Schiffen erlauben. Das bedeutet aber auch, dass die Polaris größer wird. Und John räumt ein, dass sie die Dinge immer größer machen, aber die Polaris wird nicht gigantisch groß. Wenn die 3D-Artists anfangen, die Polaris zu bauen, wird CRG sie in einem Inside Star Citizen präsentieren und dann wird man einige dieser Umgestaltungsarbeiten und all diese Änderungen sehen. Und um das nochmal zu unterstreichen, es sind Konzeptarbeiten, aber das Schiff befindet sich noch nicht in der aktiven Entwicklung. Also nein, es wird keine neuen Updates geben, bis die Zeit kommt, wenn es die Grenze überschreitet, die die Bennu Merchantman gerade überschritten hat. Die Corsair, was könnt ihr uns darüber sagen? Die befindet sich in der Whitebox-Vorproduktion. CRG hat ein paar Leute, die sich diese und nächste Woche damit beschäftigen. Ja, man hat gerade begonnen, das Schiff zu entwickeln. Alle anderen Schiffe, unter anderem die Perseus, Apollo, Kraken, Endeavour, Genesis und so weiter, das sind Schiffe, die noch nicht in der aktiven Entwicklung sind, also gibt es dementsprechend auch keine Updates. Warum sieht John Crew aus, als wolle er sterben, wenn jemand die Endeavour erwähnt? Ich weiß nicht, sagt John. Es hat einfach etwas mit diesem Schiff zu tun. Vielleicht ist es das Raumfahrt-Bauernhof-Schiff, das mir zu schaffen macht, erklärt er. Oder die absoluten Kopfschmerzen, von denen er weiß, dass sie auf sie zukommen werden, weil es vor seiner Zeit in der Firma war. Die absoluten Kopfschmerzen, die sie mit der Modularität des Schiffes haben werden.